Du blöder Sack, ey. Schwertkämpfer, Axtkämpfer. Ah, Ritter tot, verdammt. Ah, Dreck. So viel dazu. Okay. Das heißt, du musst hier auf ihn warten, nehme ich an. Warte. Oh. Selbstverbesserer. Haha. Dann. Du machst ja eine Menge Schaden, ne? Nö, nicht genug. Gott, die Ausweich schon. So, habt ihr Wurfbeil oder so? Nee, cool. Dass ich zwei tanky Leute hier eben platziere, welche ich nicht habe. Dann wird das schon. Wer trifft mich da? Ja, natürlich gut, wenn du auf mich loskommen würdest, aber ich glaube, der macht das nicht. So, das ist ja ein bisschen gefährlich. So, ich könnte. Du machst ihn platt, auf jeden Fall. Nein, das gibt's nicht. Jetzt haben wir ein kleines Problem hier. Das ist jetzt lebensgefährlich hier. Okay, einfach hier weiter. Einfach hier weiter. Das wird hier nichts bringen. Ihr müsst jetzt alle mal weggehen. Weil das wird nichts. 22. Das sind 6 Schaden. Der wird dann auf jeden Fall überleben. Aber wir müssen jetzt hier alle weg. Ich könnte mich zur Not auch immer noch teleportieren mit ihr, ne? Aber lassen wir erstmal. So, wir müssen ja wegrennen erstmal. So, mein Kollege kümmert sich schon darum, ne? Perfekt. Okay, was kann ich? Oh, sie hat sogar ein HP weniger. Perfekt. Wenigstens bekommt meine Heilerin Erfahrungspunkte. So. Ja, komm. So. Ist auf mich los, perfekt. Ach, nein, der doppelt. Ach ja, Rüstungen können nicht gebrochen werden. Ich habe es vergessen. Ja. Und platt. Schon Level 7. Ah, Verteidigung, perfekt. Ich verstehe nicht, warum er schon sofort zweimal angreifen kann. So. So, das sieht schon besser aus. So, der eine Typ scheint sich nicht bewegen zu wollen. Was ich nicht so dolle finde gerade. Da haben wir noch einen Axtkämpfer. Hm. Ja, mit dem Dieb, das wird nichts mehr. Okay, warte mal, wenn ich sie verbinde, ne, dann kann sie sich ja 10 Orte lang teleportieren, ne? 10 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Hm. Was erwarten, machen wir das mal. Ich habe so viele Ladungen von diesem Zeitkristall. Ich glaube, ich werde eine Menge. Oh, ich kann auch den hier machen. Da wird den Typen erledigen. Aber dann wird sie von allen angegriffen, ja. Oh, ich kann den hier machen. Oh, dann haut sie ihn weg, den Dieb. Ah, geil. Geil, dann haut sie ihn weg. Dann haut sie beide von denen weg, ne? Den und den. Ah, sehr gut. Teleportation aktiviert. Feuer und Wasser. Glaube ich. Oder blaue Flammen. Ach, sie hat nicht beide angegriffen, sie hat, ich konnte auswählen, wenn ich angreife. Ah. Ich dachte, ich konnte beide ihr. Ja, Wände kann man auch zerstören. Ich dachte, ich würde beide angreifen, aber nein. Aber das ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ja, sie wird ihn im nächsten Zug erledigen, ne? Er bewegt sich hier irgendwo hin, sie bewegt sich da oben hin. Macht den platt. Ja, das ist eigentlich auch in Ordnung. Ich dachte, ich tue zwei auf einmal erledigen, aber nee, stimmt nicht. So, ich könnte mich hierhin bewegen, ne? Dann bin ich noch halbwegs sicher vor dem Axttypen da oben. Oh mein Gott, Schwertkämpfer, ne? Ich könnte auf ihn losgehen. Warte. Ich könnte hier hingehen, ne? Bonk, diesmal hat er sogar getroffen. So, dann. Solange ich jemanden hier im platziere, ist sie eigentlich in Sicherheit. Dann haben wir dich hoch, damit du nicht stirbst gegen diese Typen. 23 ist hat genug. Um zu überleben. Ich glaube, die haben nur so 7 Schaden gemacht, ne? 17. 22, die machen beide 5 Schaden, aber tun die beide doppeln. Selbst wenn die beide doppeln, da wird 20 Schaden machen. Das heißt, wir überleben. So, das gibt es jetzt einfach nicht. Ey, warum macht denn der ja nichts platt? So, wenn die Schützen hingegen macht alles platt. Schützen haben eigentlich einen Ruf dafür, irgendwie. Warte mal, ist das gut so? Ja, ne? Dann kann ich dann hier benutzen, ne? So. Du bist in jedem Punkt besser. So, es ist meine Heilerin, aber. Können die sich treffen lassen? Ja, yeah, mein Hauptcharakter ist Level 5. Schwertagilität. So, ist das jetzt schon ausgerüstet oder? Ich glaube nicht. So. Nein, da kann ich sie nicht hin platzieren, weil sonst wird sie von beiden Seiten angegriffen und ist tot. So, du kannst meine Heilerin treffen, was ich ein bisschen doof finde. Ja, ich muss dich hier hin platzieren, damit du jetzt, damit meine Heilerin nicht stirbt. 22 Angriff. Uff. Wird aber nicht gedoppelt. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber das Besseres konnte ich jetzt nicht machen. Ich muss dahin gehen.
So, dich muss ich. Hattest du nicht gerade? Haben ein HP, das gibt's nicht. Aber ist okay. Nein. Den hier. Überreiten muss ich auch mal einsetzen, aber im Moment sieht das jetzt nicht so praktisch aus. Zack. Ich glaub, wenn der daneben gegangen ist, ne? Wenn der daneben gegangen wäre, dann wäre übel ausgegangen. Kraftimpuls. Vielleicht Angriff plus 1 im ersten Angriff des Kampfes für jedes Feld, über das sich die Einheit von dem Angriff bewegt hat. Maximal plus 10. Oh. So, und du musst jetzt treffen. Und du hast ein Leichtsperr, ne? Ja. Kein Problem. So. Wanda. Du wirst ja nicht so viel Schaden nehmen von dem, ne? Du machst. Warum machst du weniger Schaden als du? Boah, ist jetzt schon. Der alte Mann ist jetzt schon outclassed. Okay, was soll's. Oh, ich werde da gar nicht gekontert. Doch werde ich wegen Rüstung. Ich vergesse es jedes Mal. So. Ich finde noch. Oh Gott. Natürlich bewegst du dich jetzt. Du Sackgesicht, ey. Ich hasse dich. Natürlich hat er sich jetzt bewegt, ey. Oh Gott, das wird wehtun. Oh Gott. Dillen, dillen, dillen. So, aber jetzt. Ich glaube, wir haben das Herz hinter uns hier. Ey, warte mal, jetzt wo ich darüber nachdenke. Will ich den überhaupt killen? Ich kann die Dinger doch gar nicht öffnen. Ohne. Oder kann ich die so öffnen? Ich lasse ja noch mal einen Zug leben, ne? Weil ich mir nicht sicher bin, ob. Gehst du eigentlich auf mich los, wenn ich in Reichweite bin? Also ich kann dich locker erledigen, ne? Ja. Du brauchst noch zwei Züge, ne? Ja. Okay, warten wir hier. Du machst ihn gar nicht fertig, ne? Du hast 12. Ja, macht 6 Schaden. Kein Ding. So. Ich muss ja einige Leute hochheilen, glaube ich. Ich habe keinen einzigen Schwertkämpfer da oben. Okay, irgendjemand wird da sterben, wenn das so weitergeht. So, du kannst ihn fertig machen, ne? Zack. Zack. Ach, du hast gedoppelt. Schön sagen, wo kommt die andere Zahl her? Ich bin jetzt irgendwie nicht gewohnt, dass er jetzt da mal 2 steht. Ich habe es geschafft, ich bin besser geworden, göttlicher. So. Und das ist ein Kill für meinen Hauptcharakter, würde ich sagen. Liberation, lass mich hier hingehen. Okay, ich glaube, ich Supportpunkte mit Etty, ne? Zack. Aha. So, dann. Gehen wir da oben hin. So, jetzt sie hoch. Zum Glück habe ich gerade einige Heilstäbe gekauft. Ja, ich finde, wir haben wieder Kontrolle über diesen Kampf, ne? So, die Sache hier allerdings sieht ein bisschen gruselig aus.
Warte mal, kann ich irgendwo Tutorials jetzt noch mal nachschauen? Tutorials da. Und zwar wollte ich nachgucken mit Schatztruhen. Steht eine Einheit neben einer Truhe, kannst du mit dem Befehl Truhe die erhaltenen Items entnehmen. Ah, ich brauche gar keinen Dieb, also. Also hatte ich eigentlich auch. Ah, im nächsten Zug. Im nächsten Zug. Also ich brauche keine Dietriche oder irgendwie sowas wie in den vorherigen Spielen oder eine Fähigkeit zum Thron öffnen. Da ist eine Treppe, da kommen sowas von Gegner raus. Sehe ich jetzt schon. So, warte. Kann ich sie irgendwie positionieren, damit sie den. Warte mal, was? Sie macht den platt. Er macht mich platt. Okay. Was ist das für ein Zeichen? Dieser Totenkopf. Okay, dieser Typ, ja, gefällt mir nicht. Der macht meine Leute ja platt, wenn er so weitergeht. Kann sie nicht einfach hier rüberfliegen? So, ich weiß, Alfred kann sich noch mal bewegen, nachdem er angegriffen hat. So zwei Schritte, ne? Ach, oh Gott. Oh Gott, nee, da wird nichts. Oh, ich muss die Zeit noch mal zurückdrehen gleich. Ich glaube, ich sollte hier einfach nur wegrennen. Ich glaube, ich muss ja wegrennen. Ja, ich habe nämlich geplant, mit ihm anzugreifen, ne? Ihn ja fertig zu machen und dann zwei Felder zu bewegen. Aber jetzt ist Wanda. Und jetzt droht Wanda hier drauf zu gehen. Vor allem da bringt es auch nicht. Der Typ hat so viel Verteidigung, Mann. So. Ja, ich muss ja wegrennen. Ich muss ja wegrennen, anders geht das hier nicht. Ich muss ja mit einem Magier bearbeiten. Jetzt mal kurz das hier einstellen. Obwohl. Aber den hier. Perfekt. Ja, ich darf jetzt wohl abbauen. Ich muss ja mit Magier erledigen, der geht nicht anders. Wir haben gar keine Chance gegen den. Aber meine Magier sind so weit entfernt. So, Wanda. Bringt auch nichts. Ne. Ne, ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen, ja. Triffst du mich? Ja. Ja, hast du ja gerade auch. So. Machen wir den hier. Ich will sowieso noch hier den Wurfballtypen erledigen, bevor ich weitermache. Und zwar mit physischer Angriff 20. Okay, sie ist tot, wenn sie angegriffen wird. So. Kann ich dich? Kann ich. Dann stellst du dich hin. Wart's auf ihn. Dann heilen wir dich hoch. Und du stellst dich so dahin, damit der Wurfballtyp dich erreicht.
wird wahrscheinlich, ah, nee, doch klar wird sie Schaden machen. So, warte mal, ich habe, okay, ich muss hier hin. Rette uns, Clan, rette uns. Wir sind alle voll zu schwach. So, was hat? Oh, es gibt wieder Dolche mit 2 Reichweite in diesem Spiel. Geil. So wie in Radiant Dawn. Der 10. Teil. Wie die irgendwie besser werfen konnten. Oh, ist geil. Okay, hast du auch? Du hast einen Rittertod. Den will ich noch haben. Den könnte ich mich eigentlich auch kümmern. Machen wir mal. Ich will die Tür noch nicht durchbrechen. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas wird hier noch passieren, was mich davon abhält, hier so chillig gerade zu spielen. Und im Moment ist ja gerade keine Hektik mehr. Die einzige Hektik war gerade, als der Dieb noch am Leben war. Aber jetzt, da er tot ist, sind hier voll chillig. Ich habe so ein Gefühl, wird nicht so bleiben. Oh nee, die bewegen sich nicht. Ah, nein. Okay, das heißt, ich muss da durch die Wand. So, was ist überhaupt mein Nelutsch besiegen? Hm. Warte mal, du hast irgendwie, ich sehe gerade, du hast eine Fähigkeit. Ah nee, eine Engelsrobe ist das. Okay. So, ich würde dann aber schon fast, anstatt die Tür dazu öffnen, würde ich da die Wand zu durchbrechen, will ich da die Tür kaputt hauen, weil ich glaube nicht, dass ich näher am Boss dran gehen will. So, ja, wirf noch mal da drauf. Weiß nicht, gibt halt Erfahrungspunkte. Warte mal. Okay. Weiß nicht, gibt halt auch Erfahrungspunkte, wenn das 0 Schaden macht in dem Spiel. Ja, ich habe daneben gehauen. So, okay, ich wollte schon sagen, muss ihn jetzt kaputt hauen, weil sonst kriegen wir ja Probleme. Zack. Und zack. Und ein Heilmittel erhalten, okay. So, Mann, warum bewegt ihr euch nicht? Ich will da durch. Oh, das heißt, ich muss hier... Was war... Ich bin mir aber ziemlich sicher, die fangen an, sich zu bewegen, sobald ich die Tür kaputt haue, ne? Bevor ich das mache. So. Ich wollte gerade Wanda sagen, sollte halt machen, aber das ist ein Typ mit einem Rittertod. So, ich glaube, der Beste wäre eigentlich hier Daniro, ne? Die Tür aufzumachen, meine ich. Ich muss mich erstmal hochheilen dafür. Oh. Oh, ich bemerke, dass der Würmgott. Okay. So. Ich habe eine Idee. Idee wird aber noch ein bisschen dauern. So, dann positionieren wir uns mal da. Okay, passiert immer noch nichts. Okay, wie viel Schaden muss ich da machen? 15, also 30 muss ich machen und ich tue 15 abziehen. Ah, nee, er wird dann jetzt vom Schützen getroffen, ne? Er wird vom Schützen und vom Axtkämpfer getroffen, ne? 22 und 20. Oh Gott, der ist sowas von tot. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ah, nee, er ist auch ein Axtkämpfer. Ausweich 35, Treffer 94, 84.
Es wäre sehr gut, wenn du einmal ausweichen könntest. Dann überleben wir das. Ich nehme an, du kommst auch nicht auf uns los, ne? Aber ich versuche mal. Okay. So, warte mal hier. Irgendwas Gutes. Ah, Panzerbrecher. Ich wusste, wir kriegen irgendwas, was uns hier aushilft. Ich hoffe wirklich, dass die nicht von sich irgendwie die Wand kaputt machen. Weil sonst ist sie den Leuten da hilflos ausgeliefert. So, ja, ich glaube, der Beste ist immer noch, ihn hinzuschicken, ne? Ich könnte jetzt schon aufbrechen. Okay. Machen wir das. Okay, Kollege, du musst einen Angriff ausweichen, ne? Das sind Axtkämpfer. Vielleicht habe ich Glück, er geht auf sie los, weil sie halt, weil er mehr Schaden macht gegen sie. Aber schauen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht. Nein. Okay, 49%. Oh Gott, wir sind sowas mit tot. Ach man. Da, oh, die können sogar zweimal angreifen. Oh, ich hasse es, das zu machen. Oh, ich wollte eigentlich ihn nicht. Oh, schon wieder viel Mist gebaut hier. Wenn ich ihn hier einfach reinschicke, er wird doch alles überleben, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass mir dieser Zug gefallen hat. Nee. Kann ich noch mal zurück, bitte? Los, zerstört etwas. Nee, lass mal. Ich setze wahrscheinlich ihn hier als erstes dahin. Ne, also habe ich nicht mehr an ihn gedacht. Ich würde sagen, du greifst die Wand an. Ne? So, du musst aber auf sie losgehen, wenn ich mit ihm ja die Wand aufmache, die Tür aufmache. Einfach mehr Schaden an ihn macht. So, warte mal, wenn ich dich 1, 2, 3, 4 denn so, da geht der erste Heilschab löten. So, und der Schütze geht nicht auf. Meine ganzen Charaktere sind auch alle nicht gelevelt, hochgeheilt. So. Mein Magier, der uns hier helfen könnte. Wir müssen mal alle meine ganzen Leute hier wieder versammeln. Aber hier blockieren. Manche Stäbe können genutzt werden, um Gegner Hindernisse in den Weg zu stellen, nur als sie anderweitig am Vormarsch zu verhindern. Nicht schlecht. So, ich muss immer noch einen Zug warten hier. Ja. Ich brauche meinen Magier hier. Okay. Ich weiß es voll langsam, wie ich das hier mache, aber das hat sicherste. Jeder sind voll stark geworden, ne?
So, jetzt da wieder voll. Ah, jetzt kann sie sich noch mal teleportieren. Oh. Oder? Jedes Mal pro Verwandlung, oder? Hm. Ich kann ihm ein langes Schwert geben, ne? Hm. Ich kann auch irgendjemanden hier platzieren, damit. Ach. Oh, noch ein Zug warten. Ich habe so irgendwann passiert, aber irgendwas. Jetzt ist das hier ein bisschen zu einfach gerade. Aber ganz ehrlich, die Gegner waren alle schon Level 9, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so gedacht ist. Wie ich meine Prinzessin da Muttersehen allein reinschicke. So, ich mache jetzt hier auf. So, und zwar mit dem Langschwer. Ja. So. So wird das schon klappen irgendwie, ne? Glaube ich. Warte. Bonusse. Ja. Er steht daneben, er hat ja auch persönliche Bonusse und so, ne? Wenn du eher auf ihn Wurf beiwirfst, anstatt auf sie, dann weiß ich auch nicht, Mann. Die ist ein viel attraktiveres Ziel. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Nein, geht immer noch auf ihn. Tu lieber die 2 Damage machen, ne? Und steckt den 17 Schaden ein. Anstatt gegen meine Schützin irgendwie bestimmt so, weil nicht 20 Schaden zu machen. Du Volltrottel. Louis am Abstauben. So. Ja, definitiv auf ihn. So, jetzt muss ich ja alles weghauen, bevor die zum Zuge kommen. Wie auch immer ich das mache, ne? So, ich kann schon mal dich hier hin platzieren, weil dann hindere ich dich am Vorankommen. Tisch. So, das schränkt schon mal den ein bisschen ein. Ich glaube, kriege ich den sogar erledigt. So, ja, wir halten uns fern von diesem Rittertod mit einigen unseren Rittern. Einmal, zweimal. So, jetzt muss nur irgendjemand 3 Schaden machen. Kommt schon, da kriegen wir ja wohl hin, ne? Vielleicht sogar mit Dish. Null. Auf den Arm nehmen. Okay, perfekt. Donk. Oh, ich muss ihm doppeln. Oh, ich dachte, er macht mit einem Schlag 4. Okay. Jetzt haben wir einen Ritter tot. So. Hier. Wenn ich dich hier platziere, dann kannst du nur die beiden angreifen. Okay, das ist gut. Gefällt mir. Verdammt. Ich habe aber, das reicht nicht aus hier so. So. Oh, du machst die alle fertig, sehe ich gerade. Oh, perfekt. 25. Warum hat denn der gesamte Schaden gerechnet, ne? Ach, der macht mit einem Schlag schon 25. Also die arme Sau kann doch nicht mal aufstehen. Ich stech schon wieder da rein, ne? So. Alfred, kannst du den? Nö. Du erreichst ihn noch nicht mal. Ah, oh. nein, jemand anders dann. Zum Beispiel. So. So trifft sie hin. Oh, ein Kretscher.
Bonk. Okay, cool. Lief ehrlich gesagt nur so alles nach Plan. So, so und ich bewege ich mal dahin, einfach nur, damit du bedrohlich den Typen anschauen kannst. Hey, was geht, na? So, und der kann jetzt nicht mehr bewegen. Sehr cool. So. Na, meine Prinzessin kommt noch zurück. Na gut, jetzt sie kann noch ihr Bündnis aktivieren und einfach sich wegteleportieren, wenn die jetzt irgendwie auf uns losgehen. Ich glaube, den geben wir den Hauptcharakter noch, ne? Ah, da kommt Verstärkung. Ich wusste, da kommt noch was. So, warte mal hier. Kavaliere. Eisenlanzen, Eisenbogen, Kavalier. Wo ist mein Axtkämpfer? Nirgendwo. Dann nehmen wir dich. So, du holst dir mal hier den Kerl ab. Und schon hat mein Hauptcharakter fast eingeholt. Ist das, was ich sagen will? Unweichsam sind die KP zu Beginn der Spielphase unter 20%, werden 20% der maximalen KP der Einheit wiederhergestellt. Okay. Nicht schlecht. Ja, ich habe so weit von gewusst, dass da aus den Treppen irgendwelche rauskommen. Sie hingegen tut schon ganz schön viel hier hochleveln. Oh, sehr gut. So, du bist ja wohl nicht. Nein, du hast eine Eisenlanze. Ja, so, ne? Ich vergesse, er bekommt einen Bonus, wenn er sich nicht bewegt. Ja, wenn ich nichts mache mit ihm. Okay, cool. Ach ja. Oh nein, hier. Ich glaube, ich tue mich eher teleportieren, ne? Oder ist ja noch so ein Ding zum Aufladen. Von daher. Warte mal. Okay. Ich dachte, die können die irgendwie durch die Wand erwischen oder so. Okay, weiter geht's. Ach, die Schützen bewegen sich auch. Ich habe einen Schadensbonus. Ja, hast du mit 88% daneben. So, und du, Bündnis. Und noch mal Verwandlung. Und sie macht natürlich wieder alles fertig, ey. Gehst auf ihn los. Ich habe gerade ja sowas von broken. Das jetzt den Teleportstab. Im ersten Kapitel. Präzision. Okay, das ist ja gleich wie Schwert bald mit Büchern, ne? So, könnt ihr beiden. Könnte er sogar. Perfekt. Oder? Ja, ne? Ja. Er macht 12 Schaden, ne? Okay. Nein, was?
doch gerade. Was mit dir aus? Okay, wollte schon sagen, Mann. Gott, er hat aber nur 77%. Für den Pfeil hat du daneben aus, ne? Warte mal. Du. Nein. Wo ist hier? Na, ich muss wieder oben erledigen. Also nebenbei. So, du hau jetzt bloß nicht daneben, Mann. Jetzt kriegen wir ja Probleme. Okay. Okay. So. Wir müssen Kavalier. Nein, er erreicht wieder nicht. Okay, nein. Wir machen erstmal. Kannst du? Nein. Weiß mal den, ja. Warte mal, habe ich nicht einen Falchon? Wenn ich ein Bündnis mit Marv mache, ne? So, ich kann eigentlich wieder genau das gleiche machen, ne? Du machst 16 Schaden, du machst 11. G7. 14, du machst 14 Schaden. Glaub, erreicht mich da. Du, kein Problem. Ja, warte mal, reicht nicht. Oh, ich glaube, das ist gut. Ne. Ach, ich habe ja noch ihn sie hier. So, du schluckst jetzt aber jetzt nicht die Ladung da ein, ne? Und du hast keinen Ring. So, jetzt, oh, jetzt kannst du ihn erreichen. Hm. Wenn jetzt kämen würde, das wäre auch natürlich gut, ne? Aber ne. Aufmerksamkeit. Da. Ich glaube, hier wird niemand sterben, ne? Geht sehr offensives Level ab. 16, 11. Okay. Ist ein bisschen gruselig, aber wir überleben das. Zack, zack. Warum sagt jetzt trotzdem, würde ich zweimal Schaden machen? So, tsch, tsch. Gott. Ich vergesse, dass Combo-Angriffe ein Ding sind in dem Spiel. Oh nein. Was mache ich denn jetzt, Mann? Oh. Wo bist du? Du hast 9 Angriffskraft. Das wird ja wohl niemanden hier töten. Du bist ein Axtkämpfer. Ich könnte dich eigentlich wegfegen, ne? Ja. Wow. Okay, ich muss nur den Schwertkämpfer mit erledigen gleich. Oh, kein Schatterfahr. Durch. Oh. An was erinnert mich das? Das war eine Verbesserung, aber ich darf jetzt nicht auf die Lorbeeren ausruhen. Ich werde mich weiter anstrengen. Banderfahrung zwischen Celine und Seneca hat das Maximum erreicht. Wähle Band im Enzyklopädie-Menü der Somnia oder auf der Weltkarte, um den Bandlevel zu erhöhen. Okay. Mache ich beim nächsten Mal. Okay, wenn du. So, du wirst nicht so viel Schaden machen, ne?
Mit du meine ich oben den, wie auch immer die noch heißen, die Mönche. So, dann greifst du ihn an. Oder sie. Sie meine ich natürlich. So, du wirst ihn angreifen, aber ist kein Ding. So, das wollte ich machen, genau. Schon wieder vergessen, was ich machen wollte hier. Dusch. Oh, das reicht nicht, Mann. Warte mal. Ach, ich habe die Waffe nicht. Ah, oh, stimmt. Warte mal. Hier. Ja, Rittertod. Das heißt, so einen persönlichen Rittertod. Ohne die Macht von Sigurd leihen zu müssen. Das reicht auch nicht aus. Nein. Dann machen wir eben so. Warte mal, kann ich das überhaupt noch erretten? Ja, ne. Oh ja. So, machen wir den hier. Durch. Dann knüpfst du dir den vor. Ich bin nur einer, hatte die auch die gleiche Frisur wie RT. Schwester. Und dann musst du ihn, so, wer erreicht mich da oben? Lass mal erstmal. Das Eisen. Kling. So. Du wirst wahrscheinlich auf ihn losgehen, ne? Ja, vielleicht gehst du sogar auf Flammen los. Verteidigung 7. Sie macht 9 Schaden. Hallo. Sie wird das voll überleben. Ich glaube, sie wird sogar mehr Schaden anrichten, ne? Wenn schon so hoch gelevelt ist. So, das Dümmste, was der Gegner jetzt machen könnte, ist auf hier ihn loszugehen. So. Okay, geht auf mein Hauptcharakter los. Au. Au. Dusch. So sage ich wagen. Ich mache Schaden. Dann voll in die Fresse. So, warte. Oh, perfekt. Donk. Dann holt sich mein Magier jetzt den Kill. Perfekt. Grüner Daumen aktiviert. Warum benutzt du ein Feuer? Denk nicht drüber danach. Nicht schneide. Okay. Wow, Fähigkeiten, Geschick 15, 12. Ich war schlecht. So. Ich nehme sehr stark an, wenn ich einen von denen trigger, dann bewegt er sich auch, ne? So, aber ich habe einen Rittertod jetzt, ne? Und ich glaube, den gebe ich. Hat er nicht schon Rittertod eigentlich? Der warte, Rittertod. Gegner zuvor, doch. Dann geben wir mal den Rittertod. Hier ihn sehe. Damit er auf Konter schon einen von diesen Typen hier wahrscheinlich erledigen kann. Ne? Rittertode sind normalerweise übel stark.
genau, du erreichst sogar. Ich habe aber wirklich noch jemanden hier hin. Und zwar 17. Wanda. Oder. Verdammt, der kommt nicht dahin. Okay, Wanda daneben. Kein Ding. Klappt schon. Oh, nein, 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 nein. So. Oh, ich hätte vielleicht jemanden hier bewegen sollen. So, warte, ich mach den hier. Nein, da bringt nichts. Okay, komm her. Oh mein Gott, Mann, da macht man wieder Schaden. Doof. Ein Erfahrungspunkt. Dann schaut sich das einer an. Oh, 29 Schaden. Nicht gewonshottet. Oh nein, sogar daneben gehauen. Gibt's nicht. Natürlich bewegt er sich. So, treff mal bitte. So, mein Hauptcharakter ist wieder natürlich voll am Ende der Welt mit seinem Schwert. Gib mir Bündnis mehr Bewegung, ich weiß es nicht. Mach aber mal, gib mir mehr Bewegung. Verdammt. Nein. Ja gut, dann eben nicht. So, jetzt müssen wir den Typen erledigen irgendwie. Und der macht wahrscheinlich irgendjemanden kaputt hier. Bevor ich überhaupt eine Chance habe. Warte, hatte ich nicht einen Panzer? Ach, bringt da nichts. So, machen wir den hier. Ich glaube, solange jeder hier voller AP hat, wird das schon klappen irgendwie. Muss überhaupt sie? Nein, sie ist auch schon wieder. Hey, warte mal. Sie hat sich zurückverwandelt, ne? Ah, aber sie hat nicht volle. Und hey, du machst 18 Schaden. Wer macht denn hier nur eins? Oh, einer von den blöden. Ah. Nein, ich fasse das einfach nicht, Mann. Ich nehme mal eigentlich bräuchte ich sie ja, ne? Damit sie Anker. Sie kann dann so erstmal muss ich hier Platz schaffen, damit er ihn erreichen kann. So. Na, kannst eigentlich du. So, also jeder, der einen Angriff mit dem überleben kann, wäre eigentlich sehr von Nutzen. Ah, ich wünschte, ich hätte meinen Hauptcharakter da. So, du dürftest ja jetzt einen Angriff überleben, ne? Ja. Wanda, kannst du irgendwas reißen? Ohne zu verrecken, ja. Deine Haare sehen komisch aus. Stirb.
Ah, ich glaube, ich habe was schaffen. Wir haben noch einmal angegriffen, Kollege. Erweckungssteine. Manche besonders starke Gegner tragen Erweckungssteine bei sich. Oh nein. Mit Hilfe dieser Steine gelangen sie zu neuen Kräften, sobald ihre KP auf Null gefallen sind. Diese Gegner können erst dann endgültig unschädlich gemacht werden, wenn sie alle Erweckungssteine aufgebraucht haben. Willst du mich auf den Arm nehmen? Das heißt, ich bin tot. Dann sagst du mir jetzt erst, dem ich all meine Charaktere hier positioniert habe. Ey, du willst mich doch offen. Ich glaube nicht, dass ich den alle AP abziehen kann. So was musst du mir schon vorher sagen, Kollege. Übrigens, dieser Charakter hat mehr HP, nur damit du es weißt. Cool. Okay, wie viel Schaden machst du? 24. Solange eigentlich hier jeder mit voller AP reingeht, ist geschickt 0. Cool. Ach, wegen dem, das heißt, der kann mich 24, ne, kann er nicht. 7. Okay, 24. Sie überlebt einen Schlag. Eigentlich muss ich ja nur sie hier hoch ein. So, okay, so war aber. Gar nicht gemerkt, ey. Das ist wie bei den Monstern in Free Houses. So, überlebst du einen Angriff oder zwei? Ja, also solange jeder ja voller AP ist, klappt das schon. Ach, hast du deine Lanze fallen gelassen? Mein Gott, ey. Ich weiß es nicht, ob die mir nach dem Angriff gesagt haben, wenn er mehr AP hat. Gibt es jetzt nicht. So, du machst mir null Schaden. Also ich muss bei ihm voll auf Angriff losgehen, ey. Im Einzug mehr oder weniger alles erledigen, ne? So. Du, geh mal weg. Ich glaube nicht, dass ich den 2 HP-Balken abziehen kann. Obwohl, doch kann ich wohl. So, was 24 Schaden. Also jeder, der mindestens 24 HP hat. Verteidigung, du musst weg. Du bist nicht mit Einschlag. Nein. So, dich packen wir mal hier rein. Über all unsere Mega-Sachen hier aktivieren, dann müssen wir den ja eigentlich erledigen können, ne? Kommen. Ja, hat schon gesagt. So, und er geht sogar jemanden los, der kontern kann.
würde sagen, gehen wir jetzt nicht nochmal Tutorial. So, das heißt eigentlich, wir müssen jetzt zweimal ja mehr oder weniger bekämpfen. Was war deine Dings nochmal? Also Erholungs-Items, damit kann ich jetzt anfangen. Ich weiß eigentlich egal, von wo ich angreife, der kann sowieso kontern. Was war? Leichtschwert. Ja, ne, vielleicht soll ich mit meinem Hauptcharakter zum als erstes angreifen, nachdem ich ihn hochgeheilt habe. Da sagt mir jetzt aber nicht, damit danach stärker. So, erst bei denen hier. Wollte ich nur mal kurz warten. Er hat gerade irgendwas gesagt mit Fogen an. Wenig Schaden. Mit ihm den Gnadenstoß geben. So, jetzt kann ich angreifen, ohne gekontert zu werden. Cool. So, ich nehme an, die Person, die ihren ersten Balken abzieht, kommt aber auch dicke Erfahrungspunkte, ne? Ach, am liebsten würde ich ja mit ihr angreifen, aber sie hat keine AP. Geschicklichkeit 7 muss eigentlich auch. So, wir packen dich mal hier rein. Der Prinz vom Blumenland. Sollst du auch. Boom. Steht einfach noch mal auf, ey. So, bitte sag mir jetzt nicht, dass er stärker geworden. Ich glaube nicht, ne? So, wen kannst du alles treffen? Ich habe jetzt mehr oder weniger den Typen hier eingefangen. So, oh ja. Donk. Au. Mann. So, den haben wir jetzt eingefärbt. Der kann jetzt nur noch eine begrenzte Anzahl von Leuten ergreifen. So. Ich kann auch ein Leichtschwert hier einsetzen gegen den, ne? Nur zum Brechen. Sehr cool. Zwei Schaden gebrochen, das ist schon ein bisschen komisch. Ah, was soll's. Au. Nein, meine Lanze. So, ich wollte mit ihr mal angreifen, damit sie ja noch ein Level up bekommt, hoffentlich. Obwohl, ich glaube, sie kann nicht. Ich glaube, sie kann nicht angreifen, wenn sie gekontert wird. Und dann erledigt wird, ne? Ja. Außer. Ich greife mit ihr nochmal an. Und breche dich. Gut, Salin.
Perfekt. Ich hoffe, sie kriegt genug Erfahrungspunkte. Zack. Nö. Und dann haben wir mit unseren Hauptcharakter einmal rein, würde ich sagen, ne? Obwohl, er braucht auch mal Level Up hier. Er ist kurz vorm Level Up. Lass mal ihm mal geben. Obwohl, nee, ich bin wichtiger. Bin sehr viel wichtiger. Hallo. Ich meine, jetzt hat er indirekt doch trotzdem den Kill bekommen. Oh nein, du stirbst heute, Kollege. Engelsrobe erhalten. So, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon eher gedacht, hier Luis. Okay, wenn das Spiel halt sagt. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute in diesem Part. Und ich habe definitiv in zwei Parts hier eingeteilt, weil ich bin ja gerade 2 Stunden das Kapitel am Spielen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Ne? Vielleicht kriegen wir einen neuen Ring. Vielleicht retten wir die Königin. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und ja, man sieht sich dann. Ne? Ciao, ciao.